Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2 auf dem Multiplayer-Server. So, Mimo ist hier noch schön am Netherrack braten, damit wir endlich, ich hatte den Auftrag bekommen, dass wir endlich das Dach machen sollen von unserem Haus. Und da haben wir jetzt auch schon angefangen und das obere Stockwerk ist auch schon richtig nice geworden. Hier mit den Zäunen und einem grauen Teppich. Hier oben kommt wahrscheinlich das ganze Verzauberungszeug rein. Und hier bin ich schon mächtig am Dach ausbauen. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, ich könnte hier eigentlich noch ein paar Querstreben einbauen. Deshalb... Achso, warte. Ne, ich glaube, wir gehen noch eins höher. Eins höher ist noch besser. So. Ich hoffe mal, dass wir das Dach diese Folge fertig bekommen. Von hier oben haben wir auch einen super coolen Blick über das ganze Dörfchen hier. Leider immer noch die anderen hier. Fireman, falls du das hörst, bau mal weiter. Ja, mal gar nicht. Dann hier, seltsamer Mensch, wo bist du? Mach mal weiter. Den Bahnhof habt ihr in der Folge gestern mal ganz kurz gesehen. Der ist hier angeschlossen mit dem Untergeschoss an unsere Slime-Falle. Da hinten, King ist auch nicht mehr da. Da hat er irgendwie wieder alles so ein bisschen AFK. Schade. So, ich werde mal hier schnell weiterbauen. Ups. Und was wir uns auch noch bauen werden, ist eine ganz normale, wie ihr sie aus Skyblock oder so kennt, eine Monsterfalle. Einfach um zum Beispiel einen Haufen Strings zu farmen, besser XP zu bekommen. Alles dafür. Und der Gedanke ist, dass wir die hinten über die Slime-Falle bauen. Und zwar mit Redstone-Lamps. Und dass wir dort auch Licht an- und ausschalten können und somit den Mob-Spawn verhindern. Sonst arbeitet ja die Slime-Falle nicht. Oder die Slime-Farm. Außerdem habe ich noch eine Chicken Farm gebaut, die ist richtig cool. Da kriegt man nämlich Hühnchen raus, die fertig gebraten sind. Können wir uns gleich auch noch angucken. So. Achso, ne, hier. Aua. Hier ziehe ich jetzt so ein paar Querstreben ein. Hallo. Aua. Und gefallen. So. Gut. Machen wir hier. Ich glaube, da ziehe ich auch noch so eine Querstrebe. Das Gebälk, das Dachgebälk. So. Das ist auch beim Bahnhof ziemlich cool geworden. Durch die Stämme, die wir oben als Streben eingebaut haben. So. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht setzen wir hier noch ein paar als Stützen ein. Okay. Können wir weitermachen. Und ich glaube, die wir jetzt haben, die könnten sogar fast reichen, die Stufen. Ja, so viel haben wir gar nicht mehr vom Dach. Ist ein bisschen höher geworden, wie ich gedacht habe, aber sieht trotzdem bestimmt ganz gut aus.
Nein, falsch rum. Übrigens, mit den Büchern und so Zeug, was wir durchs Angeln bekommen, können wir richtig cooles Werkzeug machen. Also ich empfehle euch allen wirklich, so eine AFK-Fischfarm zu bauen. Und dann damit, wenn ihr mal nicht am PC seid, Bücher zu farmen. Also da habe ich schon richtig cooles Zeug rausgekriegt. So. Wie hoch sind wir hier eigentlich schon? Ja, wir brauchen doch noch ein paar Stufen. Aber viele werden es nicht mehr sein. So. Hier. Nee, falsche, Mann. Heute habe ich irgendwie auch ein bisschen Lecks. Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Schon die ganze Zeit. Und heute Morgen war ich Diamantenfarm, aber übelst krass. Ich habe innerhalb von, ich glaube, 2 Stunden waren das ungefähr, habe ich 100 Diamanten gefarmt. Alles nur durch Strip Mining. Ja, also 64 Stufen, mehr braucht man nicht mehr. Dann ist das Dach hier fertig. So. Ah, hat fast gereicht hier. So, jetzt setze ich hier mal noch ein paar Fackeln drauf. So als indirekte Beleuchtung. Oder wir pflanzen da ein paar Glowstones rein. Das ist vielleicht noch viel cooler. Hallo. So, Glowstone. Njam, 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 njam. Danke. Das müsste reichen. So, warte, da oben wollte ich Glowstone reinmachen. Alter, das Dach ist groß geworden. Hier können wir Glowstone reinmachen, weil das sieht man ja von unten nicht. Das ist so eine coole indirekte Beleuchtung. So, wie kommen wir hier jetzt wieder raus? Gar nicht. Slabs brauchen wir noch. Ja. So, ey, Pusser. Wir müssen hier oben nämlich gucken, dass da keine Mobs spawnen. Deshalb kommen hier oben dann noch ein paar Slabs drauf und dann ist das auch safe. So. Supi. So, wo bin ich denn jetzt reingegangen? Hier hinten. Alter, ist das groß geworden. Aua. Aua. Aber ich muss sagen, hey, unsere ganzen Häuser haben inzwischen Dächer. Das ist richtig krass. Sollte man ja kaum für möglich halten. Ich gehe mal gerade zum Bahnhof, dann kann ich euch den auch noch zeigen. So, hier kommt das Gleis rein von der Slimefalle. Hier bin ich noch nicht ganz fertig. Habe ich noch Kies? Habe ich noch ein paar? Mir fehlt hier immer noch ein Kaktus, damit ich das komplett automatisch hier machen kann, dass die Minecarts gedroppt werden, dann wieder in die Dispenser unten reinkommen und hier wieder abgeschossen werden können. Hier kommen dann noch ein paar andere Ankunftsstationen rein. Und das ist eben die Struktur, die ich euch gesagt habe. Vielen Dank auch an Mimo, die hier sehr viel geholfen hat. Richtig cool. Und unser Haus hat endlich ein Dach. Schön.
So, dann gucken wir uns noch gleich den Chicken Farm an. So. Hier ist das gute Häuschen. Stehen hier auch schon wartend drin und warten und warten und warten. Hier hinten haben wir Hühner. Die Hühner, die produzieren Eier. Die Eier werden hier unten in den Werfer, ich weiß gar nicht, ich glaube in den Dropper oder so reingehauen. In dem oberen Drop, nee, Dispenser ist das. Dispenser. Die kommen hier unten rein. In dem oberen Dispenser ist ein Eimer Lava drin. Und alle paar Ticks passiert Folgendes. Zack. Der stößt die Lava aus und alle Hühnchen, die groß genug sind, verbrennen dadurch, werden gebraten und getötet. Und es landet hier unten. Und wie wir hier sehen, vorhin hatten wir 2x64. Also seit die Aufnahme jetzt läuft, sind schon 16 neue Hühnchen dazugekommen. So, außerdem haben wir hier unser mega fettes Lager. Also das ist noch ein... da fehlt noch einiges. Die ganzen Baumaterial fehlen noch. Hier haben wir jetzt erstmal nur Holz dran. Jungle Wood fehlt noch, auf jeden Fall. Das kommt hier dann wahrscheinlich noch hin. Außerdem hier eben alles Mögliche, was wir so von Mobs kriegen. Da könnten wir eigentlich das hier, das Phantomgehirn auch noch reinmachen. So, und da sind eben unsere zwei Angelstationen drin. Das Haus muss ich auch nochmal umbauen. Noch ein bisschen nach hinten versetzen, damit da wirklich die zwei Angelstationen auch perfekt reinpassen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal noch um das Dach voll. Hallo. Was habe ich denn gerade geholt? Ich habe euch nur gezeigt, was los ist. So, das sind die Blöcke. Und dann noch ein paar Stair-Slabs. Jawohl. Hallo, danke, stopp. So. Und dann ist das Dach fertig. Hm. Die haben eine andere Struktur. Hä? Oder sehen die nur oben drauf so aus? Ah, die sehen oben drauf ganz anders aus. Das ist ja cool. So. Finito patito. Zack. Unser Haus hat ein Dach. Ah, was ich noch machen wollte, ist hier mit den Zäunen. Aber jetzt habe ich keine mehr, oder? Doch. Wollte ich hier noch so eine kleine Schönheitskorrektur machen. Das sieht okay aus. So, heute machen wir mal richtig hier Bau-Action. Alle Sachen, die ich schon lange vor mir her schiebe. Also am Dach ist auf jeden Fall Mimo schuld. Er hat gesagt, wir machen jetzt heute mal das Dach. So, da auch noch. Ups, falsch rum. Und es wurde auch wirklich mal Zeit. Weil die ganze Zeit hier der Regen, der hier reinkam, das war ja nicht mehr feierlich. So. Wem gehört dieser Hund? Bitte, Aufruf gestartet. Wem gehört er? Ich habe keine Ahnung. Den hat irgendeiner hier Aber meiner ist es doch nicht, oder? Nein. Den hat irgendjemand hier abgesetzt und ich habe keine Ahnung. Oh, da ist wohl ein Creeper hochgegangen. Keine Ahnung, wem der gehört. So, Zäune noch. Aber ich glaube, da komme ich nicht ganz dran. Ne, müssen wir uns ein bisschen hochbauen. So. Aber das war's jetzt. Ich könnte hier noch welche dran machen, aber ich glaube, das wäre dann zu viel. Ich glaube, so in den Ecken, die Streben, die sind in Ordnung. Alles andere wäre wahrscheinlich etwas too much. Ja, das sieht gut aus. Wir haben auch ein bisschen Gebüsch reingepflanzt. Jo.
Gut. Was machen wir denn heute noch? Oder lassen wir es damit gut sein? Ich habe die ganze Zeit eigentlich immer gesagt, wir machen nur 15 bis 20 Minuten Folgen und sonst habe ich immer 30 und mehr gemacht oder 20 und mehr. So, fertiges Häuschen. Was mir nicht gefällt, ist da oben. Da müssen wir uns noch was überlegen. Vielleicht, was haben wir hier für Holz genommen? Ich glaube, Oakwood. Vielleicht ziehen wir da einfach noch mal so ein paar Streben an. Auf unserem schönen, netten kleinen Balkon. Moment, andersrum. Das mit der Balustrade ist auch cool. Sieht nice aus. So, also mein Gedanke wäre, dass wir hier einfach so noch ein paar rüberziehen. So sieht es wahrscheinlich schon schöner aus. Ja. Guti. Dann war's das von der heutigen Folge Minecraft City 2. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei Mimo, die dabei war, auch wenn sie nichts gesagt hat. Alles gut. Vielen Dank für die Hilfe. Und bis morgen. Ciao.